Das in Bellingham, Washington, gebaute Schiff wird in Kürze in das Gebiet geliefert, damit es gestartet werden kann. Die wasserstoffbetriebene Fähre Sea Change nähert sich ihrem Starttermin in der San Francisco Bay Area und bietet Transportmöglichkeiten ohne fossile Brennstoffe oder Emissionen. Beamte hoffen, dass dies der Beginn eines großen Übergangs zur Dekarbonisierung des Wassers sein wird. Die Sea Change ist eine 70 Fuß lange wasserstoffbetriebene Fähre für 75 Passagiere, die eine Reihe von Haltestellen entlang der Küste von San Francisco anfahren wird. Das Schiff wurde in Washington auf der Werft All American Marine gebaut. Es hat Testrunden bei der US-Küstenwache im Puget Sound absolviert. Wir sind hier im Wasser, angetrieben von einer Wasserstoffbrennstoffzelle, und dies ist das erste kommerzielle Schiff der Welt, das über dieses Antriebssystem verfügt, sagte Switch Maritime Geschäftsführer Pace Rally, der in Bellingham Bay am Bug des Schiffes sprach. Schiff. Der Sea Change ist Teil einer größeren kalifornischen Initiative für erneuerbare Energien im Transportwesen. Andere Bereiche, in denen erhebliche Veränderungen im Gange sind, sind Wasserstoffautos, Züge, andere Wasserfahrzeuge und Lastwagen mit sauberer Energie. Befürworter hoffen, dass die Wasserstofffähre der Beginn eines viel größeren Dekarbonisierungsergebnisses sein wird. Das Ziel des Brennstoffzellenschiffs ist es, zu demonstrieren, wie saubere und kohlenstoffreduzierende Methoden den Wassertransport verbessern können. Einige der Herausforderungen, denen man sich selbst dann stellen muss, wenn sich die Technologie als erfolgreich erweist, sind jedoch höhere Kosten. Das Konzept für das Brennstoffzellentransportschiff wurde von Rally mit der Absicht konzipiert, es in New York City einzusetzen, wo er damals lebte. Ziel war es, einen Beitrag zur Dekarbonisierung der maritimen Industrie zu leisten. Es gab ein Projekt in Kalifornien, das vom California Air Resources Board gesponsert wurde, und sie arbeiteten an Wasserstoffbrennstoffzellen als Methode zur Dekarbonisierung von Schiffen, also schlossen wir uns ihnen an und finanzierten ihr Projekt im Jahr 2019, sagte Rally, während er über die Sauberkeit sprach und Effizienz der Wasserstofffähre während ihres Starts in der San Francisco Bay Area. Das Schiff soll Ende Mai in San Francisco eintreffen. Bitte folgen Sie hydrogenfuelnews.com. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden und holen Sie sich noch heute Ihr kostenloses E-Book. Besuchen Sie einfach unsere Website für den kostenlosen Zugang.